Und herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge von Call of Duty Modern Warfare Warzone mit mir, Christian 3000 und den geschätzten, geliebten und professionellen Mazda23. Hey! Moin, moin. Und wie du einfach gleich durchstarten, keine lange Rede schwingen und sonstiges. Wie gesagt, aber eins muss ich auf jeden Fall sagen: liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Und ja, würde mich auf eure Kommentare freuen, was ihr davon findet. Wenn ihr Tipps oder Tricks habt oder sonstiges, könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir würden es begrüßen. So, ich begrüße Sie. Ja. Gut. Ja, dann würde ich mal starten mal durch. Hoffen wir, dass es eine bessere Runde wird. Ich gehe mal kurz in den Battle Pass rein. Ich habe da bestimmt jetzt schon was bekommen. Genau, 100 Credits. 1900. So. Wir bleiben zu zweit. Komm schon. Starten Sie fünfmal einen Auftrag im Bereich Downtown. Warte. So, ich weiß gar nicht mal, wie viel Uhr wir haben gerade. Ich habe total Zeitverlust. 1:02 Uhr. Okay. Geht Sollte aber. man auch mal angesprochen haben, dass die Zuschauer schon wissen, kann, wo welche Uhrzeit wir hier zocken und online sind. Nicht, dass sie jetzt denken, naja, komm, können wir jetzt FA schreiben. FA, FA, FA. Ich wundere mich jetzt eigentlich ein bisschen, ne? Es nur, Warum? dein Charakter, der Ghost, ne? Ist so ein Einzelexemplar, oder? Oder ist es Was jetzt? eine Gruppe? Hä? Nö. Einzelexemplar, ne? Aber Ja, wie hinten in jeder den. Operator. Ja, klar, War Raider, aber hinten in den Qualmen kommt auch immer ein Ghost raus. Wer ist jetzt der Echte? Dö, 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 dö. Mann, oh. Ja. Mit den Spielchen. Es geht ins Kriegsgebiet. Also wenn ich auf jemanden schieße, stirbt dann niemand. Ich bin vor uns gestorben, keine Ahnung. Wahrscheinlich nur Headshots. Wer weiß. Ich habe auch gerade auf jeden Fall jetzt noch geschossen, da sind wir gefallen. Ja, das ist der Putz. Okay, da gibt einen Ton an. Alles klar. Ja? Okay. Mal gespannt, ob wo was pinkt. Das ist unsere Abrufzone. Wer ein Rachegefecht ist. Dahin wieder? Komm mal hinterher. Naja. Ich checke mal, er springt was. Aha, ich habe jetzt einen Trick rausgefunden, wie man weiter fliegen kann. Falsch schon Kappen wieder aufmachen. Ja. Ja, ist aber ziemlich neu. Ich hab's nicht gewusst. Da hätte man das jetzt all direkt ins Fenster Alle reingesprungen. Ziele im Ich bin ein Einsatzgebiet Pro. eliminieren. Oh mein Gott! Was? Bester Loot EU-West. Maja? Eine lilane AK. Und eine goldene NATO, keine Ahnung, was es ist. Es war schon noch ein bisschen Munition hier. Will doch jemand haben? Hä? Was? Was denn? Ich Was weiß will man nicht, ich denn hab haben? nichts gemacht. Gasmaske. Ja, verführerisch. Gute Idee für ihn.
Ziele identifiziert. Position wird aktiviert. Bist du tot? Noch nicht. Ja. Noch nie. Das sind drei Gegner und mehrere Gegner. Oh nee, ach du Scheiße. Da kommen wir über den Gulag. Ja. Wollt ihr mich verarschen? Also. Ja, der andere ist auch tot. Also diese, den, am besten machen wir unsere eigenen Ziele. Das ist, glaube ich, das Beste. Du kannst es diesen Mistkerlen jederzeit zeigen, während du wartest. Beleidige sie oder polier ihnen die Visage mit einem geworfenen Stein. Der Kampf läuft. Was sind das für dumme Camper hier? Lass mich doch mal in Ruhe. Du bist gleich dran. Sterben, oder? Ja, wird hier alle rumboxen. Das Sinn macht. Hör zu, Soldat. Ja, das kriegt man dann einen Revolver schon. Wieder an die Front. Aber wenn du verlierst, bist du auf. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Wo gibt's denn hier mal eine Tür, damit man hier rein kann, ey? Goldene Kiste ist ja bei mir. Muss ich dich wieder kurven oder was? Ich finde es irgendwie komisch. Ich habe keiner hat jemanden getötet. Keiner war in den Ding drinne. Aber ich habe verloren. Ist ja doof. Ja, weil der vielleicht die Flagge eingenommen hat. Nee, da war ja nicht drinne. Da war ja woanders. Das ist, meine ich ja. Das ist ja komisch gewesen. Okay, egal. Dann machst du dein Ding. Win-win. Total wenig Munition, hier kommt jemand. Ja. Das war für ihn eine kurze Runde. Ja, aber es war ein Team. Ja. Es ist immer fürs Team. Ich meine jetzt etwas anderes, aber egal. Das ist überhaupt die Zone, ja, Kittys. Okay, das ist zwar hier in kleiner Nähe, 120 Meter, aber. Ja. Was soll ich denn da schon groß machen? Zentral, dann, etwas zentral. Dann ist so viel Geld, das ist das Problem. Kein YouTube-Money? No Videos, no Money, weißt du da? Also, schau du mal was da drin. Was oh vorbei. Nein! Das ist selber hier so verbockt. Ja, ich auch monetarisieren. Ja, so war. Ja, jetzt ist sehr gut. Okay. Kann man machen. Ey, pass mal auf, hier ist Endzone. Ich hab nur ein paar Schuss und ja. Das macht echt Sinn. Skill. Skill-based Matchmaking. Also, wenn du die Kiste einsammelst, hättest du 2000 plus. Hä, welche Kiste? Ach, da drüben, ja. Aber das ist Open Field, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich kann ja mal kurz auf die Karte gucken. Das ist nämlich besser. Ja, aber vielleicht sieht man. Doch, man sieht eigentlich gut. Das ist im Gebäude. Aber du musst halt übers Open Field rennen halt. Bis dorthin. Ja, war ja klar. Aber das sind halt mehrere Gebäude dann auf jeden Fall. Okay, ich versuch's. Wenn ich sterb, bist du schon. Okay.
So, die nächste Kiste wäre Oh dann Mann, wann die mich verarschen. gegenüber. Auf der anderen Straßenseite. Du hast noch Was 5 Minuten. machen Also alles gut. da? Machen wir jetzt. Also man hört hier nichts. Muss nichts heißen. Links war eine Kiste. Da hast du das Geld. Das ist genau auf Ja, der ich anderen muss da Seite. hoch wegen dir, toll. Sorry, tut mir leid, dass ich kein Skill habe. So. Nee, jetzt hat er damit nichts zu tun, aber ist halt ein bisschen, ne? Ja, was soll ich machen, wenn ich irgendwo rauskomme und dann sind 3 Gegner? Da habe ich das. Da hast du nicht mal viel zu sagen. Ich Allein. möchte schon zurückholen, aber. Lass dir Zeit, du hast das Geld jetzt und brauchst jetzt nicht die andere Kiste so sammeln, wie gesagt. Also versuch, was du kannst. Wäre dir nicht böse, wenn du es nicht machen würdest. Ja, alles gut. Markier noch mal bitte. Habe ich. Das ist hinter der gelben Kiste, hinter dem gelben Symbol oben. Was ist das, Gegner? Feindliche Nee, Drohne ich über meinte uns. das So. Ding, das dahinter. Jo. Ich gehe in die Richtung. Die Munition macht mir so Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, ob da Munition drin ist. Das ist viel zu Also offen. die Kiste, da kannst du dein eigenes Waffensetting rausholen, was du denn in Team Deathmatch benutzt. Nee, danke. Da habe ich gerade keine Klasse, die absolut OP ist, von daher. Ich markiere nochmal. War der alleine? Ich sehe nur einen, ja. Und das ist das Problem mit der Munition. Ah, da ist noch einer. Oh ja, ne Moin. Scheiße, Daniel, das ist auf mein Arsch. Rechts rüberlaufen, Nee. verstecken. Hier sind sie zu. Das war's. Gulag, krieg ich Gulag? Jo. Kriegst du noch? Naja. Ja, aber das Geld hast du bekommen. Okay. Probier dein Feindliche Glück. Drohne über Das hat uns. mich halt nochmal so viel hin. Hier ist keine Sau. Ach man, es kotzt mich an. Ja. Verlängerung. Erstmal kann die Gegner auch Schaden machen, die da drin rumlaufen. Okay. Ja, Interessant. aber. Ja, aber nur ein Punkt halt. Na bitte. So. Ja, Pistole, ich hasse jetzt schon wieder Pistole, ne? Pumpern. Oh! Siehst du was? Nee, ne? Nee, ich Oh bin. ja!
Och man, wieso kommt denn der von links? Ich dachte aber recht. Aufgeschissen. So. Worst case. Oh Mann. Deshalb hätte ich mehr Munition gehabt, hätte ich die zwei abknallen können. Mm. Das ist eine gute Waffe gewesen. Nein. Scheiße. Kannst du bei mir rein? Können wir gleich durchstarten. Okay. Ja. Moment. Uno momento, por favore. Ey, da hab ich schon mal eine goldene und eine lilane Waffe. Ich dachte weiter, aber das ist genau, weißt du, das ist genau eigentlich die Taktik. Die zwei haben das schon richtig gemacht, oder falls die im Team waren. Der eine rennt voraus, der andere lässt so ein paar Sekunden Platz oder so und dann ja, sieht man ja, ob jemand schießt. Das ist schon richtig. Ja, ich meine schon, allerdings das Risiko ist, aber zu zweit ist es halt dann noch ein bisschen schwieriger dann halt, ne, das dann umzusetzen. Sozusagen. Jo. Ich meine, wenn zwei Leute auf einen ballern und einer rennt vor, dann ist es halt schneller. Dann kann man ja, mag sein, aber dann musst du den aber auch wirklich zu 100% erstmal haben. Genau. Hast du ja gesehen, also ich war ja dann zwiegespalten. Ich wusste nicht mal, ob ich mich auf den einen oder den anderen konzentrieren muss. Ja, meine, du, in dieser Situation hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ankämpfen oder in dem Sinne sicherheitshalber taktisch zurückrennen oder wegrennen halt. So, um vielleicht das Fenster mehr zu öffnen, wo man sagen kann, okay, hätte vielleicht gebracht oder auch nicht. Die hätten auch genauso auch dich nicht, die hätten genauso auch nicht wissen können, wo du bist und du hättest auch halt wegballern können in dem Sinne. Aber es ist halt immer eine 50-50-Frage halt, ne? Jetzt will ich dich nicht enttäuschen, aber du hast immer zwei Möglichkeiten. Ja, nee, das ist so. So, du hast ja im Leben so immer zwei Möglichkeiten, egal was ist. Du kommst auf die Welt. Entweder du lebst oder du stirbst. Entweder wirst du Junge oder Mädchen. Ja? Okay, das kannst du nicht beeinflussen. Nee, aber du hast im Leben immer zwei Möglichkeiten. Das will ich damit sagen. Ja, aber nicht selber. Also das mit Junge und Mädchen, das sage ich mal, okay, das geht nicht. Du kannst nicht rauskommen, okay, ich habe eine Möglichkeit. Bin ich jetzt Junge oder Mädchen? Nee, falsch. Denk mal weiter. Natürlich hast du zwei Möglichkeiten. Ja, klar, ich kann umoperieren vielleicht. So, genau. Du hast zwei Möglichkeiten, immer im Leben. So, du gehst aufs Klo. Oder nee, stell dir vor, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du gehst aufs Klo oder nicht. Ja? So, dann nimm mal an, du gehst aufs Klo, hast du zwei Möglichkeiten. Machst den Deckel hoch oder runter. Ja, dann hast du die Möglichkeiten. Immer. Das Leben ist eine 50-50-Sache. Ja, ist es so, 100%. Gut, das war genug vorgepackt. 140, Leute. Jo, jetzt wird's. Geht's ran an die Kartoffeln. So. Ey, aber mal so eine geile Kiste. Ich gerade eben hatte, die bin ich schon mal gebraucht. Das wäre nicht wirklich hier. Oder auch nicht. Wieder da an. Wollen wir ihnen folgen oder wollen wir einmal. Ja, wenn er markiert, gucken wir mal. Ne? Ja. Gas nähert sich deiner Position. Beweg deinen Hintern. Okay, Soldat, markiere einen Einstieg für dein Team. Nee, der ist rausgegangen. Wir sind nur noch zu zweit. Ja, geil. Na dann, markier mal. Jetzt? Oh Gott. Bonn hier auf? Da. Zone markiert. Bereit machen für Einsatz. Okay. Star Rage Town. 3, 2, 1 und los. Dann machen wir wieder hin. Ich gehe aber auf die anderen. Über den Town, also ich tue weit rausfliegen, dass ich mich. Oh shit, es sind ganz viele dran hier. Ja, eine Schnurpistole. Angriffsfreigabe für alle Ziele. Pistole und Geld, was wischen damit? Oh, eine Kiste.
Und ein bisschen mehr Munition als vorher, sehr schön. Oh, das kann doch. Oh, schon wieder so ein Hinleger. Oh, ich hasse das. Ich hatte den voll im Visier. Naja, der hat mich. Hat er schon gedauert oder? Nee, der hat mich komplett. Ja, das Problem ist, der hat schon eine Panzerung gehabt, also eine Platte. Damit. Um erneut eingesetzt. Der Kampf hat begonnen. Mach dich bereit. Du bist als nächstes dran. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Schrotflinte, zweiläufige. Ach du Kacke. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der. Hab ihn trotzdem. Lol. Hat mich fast gekillt. Ist bei dir safe? Bei dir sind noch. Ja, bei mir ist momentan safe. Bei mir liegt doch ein Maschinengewehr. Und ich bin im blauen Haus hier gegenüber. Okay. Ich weiß nicht, ob hier noch ein Gegner ist, wie der vor uns. Also, der mich abgeschossen hat, da auf jeden Fall. Da wird bestimmt auf jeden Fall noch da sein. Ich hab. Okay, das Haus ist scheiße. Bei mir ist Loot ohne Ende. Ich komm zu dir. Hier gibt's gutes Geld. Tja, die Frage ist, wohin dann? Wir sind eigentlich echt ziemlich gut, was das Endgame angeht, aber. Ja, aber waffentechnisch. Mangelware. Ich bleibe erstmal hier. Ja, ich will mich kurz mal ein bisschen umgucken. Kannst du doch. Niskau. Na, hier ist halt viel Action Jackson an sich, aber. Muss ja nichts wissen. Das Gas kommt! Aber wie gesagt, fürs Endgame sind wir genau in der Mitte eigentlich. Du wirst von einem feindlichen. Na toll, wir haben gejagt. Super. Boah, ich hasse es, ey. Also ich kann auf die Seite gucken, die von dir links ist. Du wirst gejagt. Anscheinend. Betrogen auf zwei. Bedrohung auf zwei? Achso. Ja, ist eigentlich ziemlich hoch, die Bedrohung. Für das ich gerade gestorben bin. Ein Jockey-System eingesetzt! Ich glaube, ich habe gerade hinter mir jemanden gehört. Müsstest du dann eigentlich noch sehen können. Wir sind in der Sicherheitszone. Bedrohung hoch. Müsste bei dir in der Nähe sein. Ich höre jemanden kommen. Ah, ich denke mal, das ist wieder eine kurze Runde für uns. Ah, über uns. Über mir meinst du, oder? Nee, über mir. Hat mich ein bisschen angenockt, der Typ. Aber da weiß er nicht, ob ich du bin. Hab einen. Da ist aber nicht alleine drin dran. Du müsst dann da stehen, Team ausgelöscht. Dann ja. Kommt jemand? Ja. Bin weg.
kommt so. Ja, komm her. Scheiße! Ich hab gedacht, das funktioniert. Ich hätte die andere schon rennen müssen. Ah. Das war gerade die Kunde, die das gesehen hat. Ah, schon zu Flash bist. Oh Mann. Ja, aber du hast noch. Cooler. Cool, ah. Ja, okay. Aber ob das was bringt, ich nicht schon. Oh nee! Warum denn immer Pistole? Ah! Super! So, ne? Jetzt muss ich versuchen, durch die Wiese zu kochen. Ich brauche aber noch 4.000 Gold. Ja, mach dein Ding. Ich guck dir zu. Vielleicht kann ich schon was vom Meister lernen. Ah ja! Ah ja! Na, das brauchst du nur noch 2400. 2500 meine ich. Ah, die Waffen sind eh jetzt, ne? Hm. Nicht mal Aufsätze dabei oder sowas. Hätten wir wenigstens mal einen Rotpunkt drauf machen können oder sowas. Was Einfaches. Ich frage mich einfach, wenn ich ganz kurz mal dazwischen sprungen darf. Was ist besser? Die oder die andere, die da auf am Boden lag von den beiden? Ja, nee, von den beiden, die. Mit der besseren Wertung. Nein. Scar ist besser wie eine M13, würde ich sagen. Also Schussgefühl her. Peter ist einfach noch töten. Ich rücke vor. Sag mal, hier war doch noch ein Gebäude, ne? Ach, da drüben. Ob es auch noch mal so viel Kohle gibt? Tja, dann müsstest du es also ausprobieren und rüberspringen. Die Matrix. Ja, aber beim ersten Mal fallen sie alle, das wissen wir. Ja, genau. Da kennt sich jemand aus. Hallo, das war mein Film. Ah ja. Ja moin. Gestern. Hat eine Drohne. Wo geht's denn zum Treppenhaus, bitte? Ah ja. Davon lag noch Geld. Ah ja, wahrscheinlich. Nee, wisst ihr schon.
Oh, Daniel, mach mal einen Spot. Mach ich. Bitteschön. Was? 35 Meter ist doch gleich hier. Ja, in der Mitte von den zwei Gebäuden. Oh nee, ich drehe durch. Open Field. Oh nee, ne? Also warte mal, ich tu mal ranzoomen. Es ist in der Mitte, zwischen den großen zwei Gebäude mittendrin. Es ist. Versausen ist nicht gut, versausen. Ich geb mir Mühe. Ich komm gleich zu dir. Ich geh auf das andere große Gebäude, wo du nicht drauf warst. Ja, aber da war kein Loot weiter. Hier habe ich Loot in dem Haus, wo ich bin. Ja, ich bin. Nein, ich bin auf dem Haus, wo du nicht warst, meine ich. Auf dem Boden. Scheiße, ich komme hier gar nicht hoch. Oh nee. Oder doch? Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. So, nein. Was ist das? Ein Sniper. Was er will. Ich bin gerade auf dem Weg nach oben wieder bei dem anderen Gebäude. Ja, na. Da war ich doch gerade. Da war ich. Nein, doch nicht bei dem Gebäude, wo ich bin. Du bist auf dem anderen. Du bist auf der anderen Seite drüben. Und daher passt das schon. Verstehst du? Hm. Okay. Das waren ja zwei hohe Gebäude, bei dem eben bin ich Astronomie, wo du zugeguckt hast. Ja, genau. Und ich bin auf den anderen drüben drauf gegangen. Achso, genau. Na egal. Hast schon. Rück zur markierten Position vor und sichert den Bereich. Das Gas breitet sich aus. Okay, MG liegt noch hier. Pistole. Also oben, ne? Mhm. Ich bin unten. LMG ist lokalisiert. Ich komm hoch. Was war das? Rakete, Böller, keine Ahnung. Na, Silvester? Na ja. Hey, Happy New Year. Gut, da ist ein MG, den konnten. Ja, ich hab. Nee. Nee? Nee. Wir bleiben erstmal hier noch einmal zu. Ne? Neue Position. Nee, die ist nicht. Warte. Mach die Tür auf. Oder so. Sniper oder was? Ja. Ich geh raus. Mach doch mal die Tür zu. Okay. Ich hab einen Herzschlagsensor mal eingesteckt. Ich guck mal. Jo. Scheint hier nichts zu sein. Klingt immer wie so ein Silvester-Rakete. Also wir haben Kontakt auf 300, 340. Mhm. Ja. Ah, da. Warte, ich muss schießen, wenn es okay ist. Fahrzeug kommt. Mach nur. Nee, nee. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Wir müssen in die Zone.
Ey, es kann doch nicht wahr sein, wo kommen die denn alle her? Ach. Zum Kotzen. Bist du tot? Nee, noch nicht. Ich komm rein. Bleib hier drinnen jetzt. Ja. Mach zu. Hab ich. Und am besten machst du hier runter. So. Mhm. Ich glaube, wir müssen. Oh ja. Zweien. Sniper. Schritte. Die Wand kommt. Boah, die macht Damage. Bin gleich tot. Scheiße. Doch gar nicht so zu lange. Oh Mann. Scheiße, ich hab die Zöne überhaupt nicht im Blick, die ich immer gehabt. Ich hab das jetzt, ja. Das ja, ich weiß nicht, klar, wir müssen los. Hm. Naja, 21. Ja, es so. War schon kommt, dich wieder zu finden. Gut, dann würde ich jetzt einfach sagen, dann machen wir jetzt hier einfach mal kurz einen Schnitt und dann kommen wir dann mit der nächsten Runde wieder und hoffen wir, dass es dann, ja, wie gesagt, wie soll ich sagen, ja. Naja, aber wir sind nicht bei 50, doch sind wir bei 50 schon, über 50 gestorben? Es war nur noch 21. Nee, ich meine allgemein jetzt, ja, also sind wir schon sehr früh gestorben oder? Nee, eigentlich nee. Nicht. Nö, also, ja, also ich schon. Das war schon... War schon dementsprechend lang. Ich hab sogar einen Tintenverschwender. Legendär. Tintenverschwender. Ja. Genau. Gut, ja. Okay, wir sagen, dann checken wir uns kurz zur Ausrüstung und wir sehen uns dann gleich wieder mit der nächsten Folge mit Call of Duty, Modern Warfare, Warzone, Battle Royale. Und somit verabschieden wir uns hier mit dieser Folge und wie gesagt auch liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Und ja, würde ich sagen, verabschiede ich hier, machen wir hier Schluss und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Tschüss.